9 Uhr am Morgen, wo geht man da am liebsten hin? Natürlich ins Sexkino. Club 44, mitten in Kreuzberg. Und genau da drin wartet unser Gastjuror. Schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten Morgen. Na? Hallo. Was machst du denn hier? Ja, ich hänge hier öfter ab. Ja, ich auch. Du offensichtlich auch. Ich auch. Markus Steiger, da ist er, unser erster Gastjuror. Hallo. Das ist eine wunderschöne Location, in die du uns gelockt hast. Ja, das ist der Original Royal Bunker. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Warum hier? Du hast hier früher viel Zeit verbracht, tatsächlich. Ich hab tatsächlich viel Zeit verbracht, aber da war es kein Porno-Kino. Da war es der Home of Rap. Andere verrückte Dinge passiert. Bevor wir darüber sprechen, mal ganz kurz vielleicht auch für die Zuschauer, warum wir uns beide heute treffen. Natürlich einerseits, weil du unser erster Gastjuror bist bei Reputation. Darüber werden wir sprechen, aber natürlich auch über deinen ersten Roman. Hast du ihn gelesen? Ich bin noch nicht ganz fertig geworden. Jetzt stell mich doch nicht bloß vor der Kamera. Die Hoffnung ist ein Hundesohn. Auf jeden Fall das, was ich gelesen habe, sehr viel versprechen. Und darüber kannst du uns heute auch noch ein bisschen was erzählen. Dankeschön. Ja, gerne. Ich glaube, was jetzt zuallererst extrem sinnvoll wäre, wenn du mir mal diese Räumlichkeiten hier zeigst. Ich war noch nie hier, also weder im Sexkino, leider auch nicht damals im Räumebunker. Ja, das ist ja auch schon Ewigkeiten. Wie viele Jahre ist es her? 15. 15 Jahre. Und du warst auch seitdem 98. nicht mehr hier. Ich war nie wieder hier drin. Tatsächlich. Es hat sich einiges verändert. Oder dieser Durchgang bis in den Raum, where the magic happened. Hier happened übrigens heute immer noch magic. Hier sind heute, ich glaube, das sind Wichskabinen. Original. Das sieht das aus ein bisschen wie in der Kirche, ne? Ja, ist wahrscheinlich auch so eine Art Gottesdienst. Ja. Das macht den Kopf frei. Dann kann man danach wieder arbeiten gehen. Hier sind Separés. Unheimlich gemütlich. Das war also früher Teil des Raumes? Das war ein großer Raum. Mhm. Ein großer Raum. Hier haben 40 Leute reingepasst. Also es war auch nicht besonders voll. Ja, es war ja eine Freestyle-Veranstaltung, da waren ja teilweise wirklich nur 5 Leute da. Wow. Wenn 40 Leute da waren, dann war es ja dann war es extrem voll. Das hat ja erst im Nachhinein durch den Film oder durch die Filme, durch die Erzählung erst so einen Kultstatus gewonnen. Damals war das ja... Da hat es eigentlich niemand interessiert. Das war eine Freestyle-Veranstaltung, ja, da waren teilweise wirklich nur 5 Rapper da. Wow. Und 10. So, und hier war die Bühne. Ja, die war so leicht erhöht. Hier war die DJ-Kabine, da wo jetzt auch ein Bett ist. Aber welche Rappers standen denn hier auf dieser Bühne? Auf dieser Bühne standen Kimba von der Sekte, Collins von der Sekte, B-Tight von der Sekte und Sido von der Sekte. Auf dieser Bühne standen Bastard, Rhyme and Simon, Fuad, Kool Savas, Frauenarzt, S-Rock, Gauner, Lunte, Taktlos, Jack Orson, Ronald McDonald. Bushido war nie hier. Warum nicht? Warum hat er sich nicht in den Bunker getraut? Nee, ich glaube, entweder wusste er es damals noch nicht oder also er kam ein bisschen später dazu. Welchen Einfluss genau hatte denn, selbst wenn es nur dieses eine Jahr in dieser Location hier war, was hatte das für einen Einfluss auf die spätere Berliner Hip-Hop-Szene und vielleicht sogar auf die ganze Deutschrap-Szene? Ich glaube, es war zum ersten Mal, also worum es mir ging, ist das rauszuholen aus diesem Jugendhaus-Umfeld. Weil Rap-Cyphers gab es ja irgendwie schon vorher, aber die haben immer dann so in so einem Jugendhaus stattgefunden und da hat das keiner ernst genommen. Also hier war es so eine kommerzielle Veranstaltung. Es war natürlich keine kommerzielle Veranstaltung. 5 Euro hast du gesagt, hat es gekostet? 5 Mark gekostet. 5 Mark. 4 Mark hätte es gekostet. Die stand dann immer so mit so meiner Kiste da. Keiner hat das reingelegt, weil keiner hatte 4 Mark. Und zum ersten Mal haben sich dann so Leute, also wirklich so Kids getroffen, die Assi-Kids, die keine Karl-Kanai-Klamotten hatten, sondern sich so ihren Hip-Hop-Outfit selber zusammengestellt haben. Und die haben sich dann hier getroffen und haben dann halt diese Tapes, also daraus kamen dann halt auch diese Tapes. Ja, also die Leute, die hier aufgetreten sind, mit denen habe ich ja dann auch das erste Tape veröffentlicht, dieses Berlin Nummer 1, Volume 1. Ja, Prost. Eigentlich muss man ja im Sexkino, habe ich gehört, trinkt man eher Säckchen, ne? Säckchen. Aber Säckle. Wie man den Schwaben sagt. Mhm. Säckle. Mhm. Näsle und das Säckle. In deinem Buch spielt Sexualität eine extrem große Rolle. Da passiert sehr, sehr viel in Sachen Sex.
egal ob das jetzt Menschen sind, die gemeinsam, freiwillig zusammen Sex haben oder Menschen, die alleine mit sich Sex haben oder Menschen, die gezwungen werden dazu, Sex zu haben. Warum ist das so ein zentrales Thema? Ich finde, dass pornografische Literatur in der deutschen Literatur tatsächlich ein Nischendasein frönt, was es nicht verdient hat. Also oft wird Sex einfach nur böse dargestellt. Also wenn Sex beschrieben wird, dann ist es halt meistens dreckig. Und worum es mir ging, ist, ich wollte Sex in sehr unterschiedlichen Formen darstellen. Natürlich gibt es kalten Sex, es gibt harten Sex, es gibt unfreiwilligen Sex, aber es gibt da eben auch schönen Sex. Ja, es gibt auch schönen, harten Sex. Also so, ich wollte nicht die Unterscheidung machen, ja, dann gibt es nur diesen Blümchen-Sex, wo man dann irgendwie so sich zärtlich Ding. Nein, also dieses eine Pärchen hat dann auch wirklich harten, schönen Sex. Jetzt haben wir schon viel über den sexuellen Aspekt in deinem Roman gesprochen. Natürlich geht es aber auch ganz viel um Politik und du bist ja nicht umsonst jetzt auch unser Gastjuror bei Reputation. Mhm. Die erste Challenge für die Kandidaten lautet I Have a Dream. Da geht es um deren persönlichen, gesellschaftlichen, politischen Traum. Man könnte vielleicht meinen, dass das, was du beschreibst in deinem Buch, dein persönlicher politischer Albtraum ist. Ja. Ist das so? Ja. Vielleicht kannst du den mal beschreiben. Also es ist halt eine Welt, die im Endeffekt sogar so stattfindet, in der Jetztzeit halt natürlich überspitzt. Also das Setting ist halt komplett anders, Helmut Kohl ist noch an der Macht, es gibt so eine Art Mediendiktatur, aber alle diese Sachen, die diese diktatorischen Züge tragen, die gibt es in anderen Ländern. Zum Beispiel hat das ganz viel von Putins Russland. Es ist zum Beispiel so, dass Drohnen eingesetzt werden, um bestimmte Stadtteile zu überwachen. Gibt's. In Frankreich passiert das. Es ist eine unheilige Allianz von Staat, Fernsehen und privaten Medienkooperationen. Gibt's. Berlusconi in Italien. So, und all diese Sachen zusammen, gemischt noch ein bisschen mit der Tatsache vermengt, dass Anfang der 90er Jahre eine unheimlich aggressive Anti-Ausländer- und Anti-Asylbewerber-Stimmung herrschte. Das einfach fortgesetzt gedacht, ergibt die Welt so, wie ich sie mir da jetzt ausgedacht habe. Hast du für dich selbst beim Schreiben dann auch festgestellt, was für dich ein politischer Traum wäre? Gäbe es eine Welt, in der du am liebsten leben würdest, was die gesellschaftlichen und politischen Strukturen betrifft? Ja. Also jetzt nicht unbedingt bei diesem Schreiben, sondern einfach durch politische Arbeit. Ja klar, also ich möchte in einer Welt leben, in der das Verwertungsprinzip nicht die oberste Maxime der gesellschaftlichen Zusammengehörigkeit darstellt. Das heißt also, alles, was wir heutzutage machen, stellen wir deshalb her, um es zu verkaufen. Wenn es nicht verkauft wird, wird es nicht hergestellt. Und wenn es keinen Käufer gibt, ist es auch uninteressant. Das greift immer mehr um sich. Ich glaube, das macht die Leute auch krank. Dann wäre ich natürlich auch für eine Gesellschaft zu haben, in der alle mitbestimmen dürfen. Mhm. Tatsächlich. Wenn wir jetzt uns konkret auf die erste Challenge beziehen, auf I Have a Dream, was genau würde dich da überzeugen und was könnte dich da eben begeistern? Und da kommen jetzt, glaube ich, die ersten Gäste. Wenn es nah an den Leuten bleibt und sich nicht in allgemeinen Plätzen verliert, mhm. Das ist das Schlimme irgendwie, so wenn man so Dinge benutzt, die halt so abgedroschen sind, dass man sie schon 10.000 Mal gehört hat und man merkt, derjenige hat gar keinen persönlichen Bezug dazu oder hält es für Dieb, aber es ist halt leider nicht Dieb. Als Beispiel irgendwie so, ja, ich stehe täglich auf und alles ist nur Krise. Das sagt nichts, aber ich stehe täglich auf, gehe an Briefkasten und schon wieder ist eine Mahnung drin. Ja, das ist eine Geschichte, die kann man nachvollziehen. Ich habe auch Mahnungen in meinem Briefkasten schon oft gehabt. Und selbst wenn ich sie nicht in meinem Briefkasten hatte bislang, kann ich mir vorstellen, wie das ist, wenn man da so schon wieder ein Inkasso und das zieht einen immer weiter runter und die Spirale geht immer schneller und man kommt da überhaupt nicht raus. Ja? Man würde dasselbe ausdrücken, aber es ist halt nachvollziehbar. Sowas gefällt mir. Und gerade wenn es um I Have a Dream geht, würde mich freuen, wenn das ein bisschen darüber hinausgeht. Die anderen haben etwas, was ich auch haben möchte. Ich möchte auch meinen Teil vom Kuchen haben, weil das ist, ja, jeder möchte seinen Teil vom Kuchen haben. Das ist jetzt auch nichts Besonderes.
was ich ganz spannend finde, ist eine Großfamilie, die in diesem Buch vorkommt, die auch verwickelt ist in verschiedene Geschichten, wo man meinen könnte, dass du da eventuell auch so ein bisschen Hinweise gibst auf Diskussionen, die immer mal wieder fallen, um es konkret anzusprechen. Die Abou-Chaker-Familie in Berlin, die ja mit Bushido im engen Verhältnis steht, bildet man sich das ein, weil man eben so viel von dieser Familie gehört hat, dass man dann denkt, dass der Steiger da vielleicht einfach sich nur einen anderen Namen ausgedacht hat, und im Endeffekt geht es genau um diese Familie und es geht um den Casino-Raub, über den so viel gesprochen wurde. Ja, gut, aber der Casino-Raub, das ist ja eine öffentliche Geschichte, die habe ich halt einfach benutzt. Und dass sich oder dass das jetzt allgemein an die Abou-Chakers erinnert, das ist nicht gewollt. Das ist rein fiktional. Das passiert einfach, weil du ja schon eben auch viel damit in Verbindung gekommen bist, wahrscheinlich auch eben in den letzten Jahren. Du hast ja zum Beispiel auch mit Bushido ein Buch geschrieben. Ich habe mit Bushido ein Buch geschrieben. Ja, ich kenne die ja auch alle. Ich meine, das sind ja auch gute Leute. Also, menschlich korrekte Leute. Ich kann das so nicht beurteilen, was sie jetzt wirklich machen. Also strafrechtlich relevant sind die Sachen, die sie gemacht haben, ja auch aufgearbeitet worden. Und dafür sind sie auch bestraft worden. Und ich halte nichts davon, zum Beispiel jetzt immer dem Arafat zu unterstellen, er ist der Kopf der Bande, weil er ja noch nie eingefahren ist. Also man könnte ja auch andersherum argumentieren, ja, er ist noch nie eingefahren, weil er nichts macht. Ich kann es nicht beurteilen. Wer war denn so vielleicht in der Vergangenheit für dich der beste politische Rapper, den wir bislang hatten? Der genau diese Dinge auch vereint hat, über die wir vorhin schon gesprochen haben, was dir wichtig ist bei politisch angehauchtem Rap oder Themen. Gibt es da jemanden, der das perfekt auf den Punkt gebracht hat? Also ich finde, KZ haben immer sehr kluge Sachen gemacht. Ich finde das dass da bei aller vorgeschobener Haltungslosigkeit und Ironiebrechung ja doch immer auch schon eine Haltung da durchscheint. Ich hoffe, dass das neue Album da auch, oder ich weiß, dass dieses neue Album in dieser Richtung da einfach auch mehr zu bieten hat. Darauf freue ich mich schon mal zum Beispiel schon sehr. Ich finde, dass Grimm 104 tatsächlich so etwas wie das mein ultimatives skeptizistisches Weltbild so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat, so in dieser Analyse von Alltag und großem Unbehagen, und das hat er ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das fand ich ganz gut. Materia mit bengalischen Tiger ziemlich gut. Da hätte ich mir gewünscht, dass auf dem Album noch so ein bisschen mehr Handfestes dabei ist. Das war ja dann doch eher zurückgenommen und wurde dann viel privat. Ganz zum Schluss, die Hoffnung ist ein Hundesohn. Hast du denn die Hoffnung, dass wir jemanden finden bei Reputation, der vielleicht politischen Rap im Jahre 2014 auf eine coole, auf eine authentische, individuelle und originelle und unaufgeregte Weise den Menschen näher bringen kann? Glaubst du daran? Oder machst du jetzt mit, weil du halt mitmachst? Ich hoffe immer, auf jeden Fall. Ja. Also, ich habe immer die Hoffnung gehabt, politischen Rap, guten politischen Rap zu finden. Sagen wir es mal so. Also wirklich, von Anfang an, meine Herangehensweise an Rap, ich war immer daran interessiert, ich habe immer dieses revolutionäre Potenzial darin gesehen und auch geschätzt. Ich habe festgestellt, dass es meistens halt nicht einzuhalten ist, und dann dachte ich mir, dann höre ich doch lieber ganz andere Sachen. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, und deshalb ist sie ja auch ein Hundesohn, weil sie ja immer da ist.